Das Forum Informationswirtschaft übernimmt quasi die Aufgabe, die unsere eigentlichen Fachschaften, also unsere beiden Fachschaften, nicht so gut auch wahrnehmen können, einfach durch das, dass sie die andere Seite nicht kennen. Deswegen vermitteln wir ziemlich stark zwischen den Fachschaften. Also wir sind eben auch dabei, wenn es darum geht, Professuren neu zu besetzen, gerade wenn sie für uns sehr relevant sind. Des Weiteren vertreten wir auch die Informationswirtschaft nach außen. Das war in meiner Vorstandszeit auch mein Ressort, um eben bei Studieninteressierten und bei Unternehmen Werbung zu machen. Der ein oder andere hat mich vielleicht dann auch schon mal gesehen auf Uni für Einsteiger oder so. Das habe ich in den letzten 2 Jahren dann immer mitbetreut. Ja, des Weiteren, das wird jetzt für euch im ersten Semester vielleicht noch nicht ganz interessant sein, ab dem zweiten dann schon eher. Wir machen eben auch Firmen-Events, da wir relativ viele Firmenpartner haben. Da kommen eben die Firmen hier an die Uni, um euch auch kennenzulernen, um sich zu präsentieren. Das ist dann meistens so, dass man entweder eine Case-Study macht, so wie gestern in ungefähr, oder dass es in dem Fall wirklich mal nach vorne bringt. Oder wir hatten ein sehr schönes Event mit Booth & Company, wo wir eben Crack a Case gemacht haben, also ein Workshop, wie löst man einen Case, also wie macht man das richtig, weil es geht meistens weniger darum, was am Ende rauskommt, sondern wie kommt man dahin. Ja, oder Kamingespräche, wo man einfach mal in entspannter Atmosphäre, da gibt es dann was zu essen, was zu trinken, Kosten übernimmt meistens die Firma und da kann man sich dann mit den Leuten aus der Wirtschaft einfach mal unterhalten. Das ist einfach sehr interessant, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wo könnte ich später als fertiger Informationswirt auch stehen. Ja, dann machen wir natürlich Community-Events. Das erste habt ihr jetzt direkt vor euch, nämlich die Orientierungsphase. Dann gibt es öfter auch mal Invi-Grillen. Ja, also eigentlich sind wir wie eine kleine Fachschaft, nur dass wir eben mit den beiden anderen Fachschaften naturgemäß sehr eng zusammenarbeiten. Ja, wir sind eben als eingetragener Verein orientiert. Wir haben 5 Vorstände sowie ein paar Referate. Und natürlich auch eine Sitzung. Wir treffen uns eigentlich immer alle 2 Wochen, donnerstags um 20 Uhr. Da werden eben aktuelle neue Dinge besprochen. Das heißt, wenn ihr bei uns öfter mal auf der Sitzung vorbeischaut, seid ihr immer up to date. Da überrascht euch nichts mehr. Und manchmal weiß man dann Sachen früher als andere, sogar bei Prüfungsmodalitäten. Ja, als kleines Goodie ist, wir haben Freigetränke bei der Forumssitzung. Auch Bier. Das heißt, man kann sich da ganz gemütlich mal ein Bier genehmigen, ohne dran zu denken, dass man Geld dabei hat. Kommt einfach mal vorbei, schaut es euch mal an. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Mir hat es selber sehr viel geholfen, habe viele nette Leute gefunden. Und auch gerade in den frühen Semestern kann es einfach mal die Hilfe sein, dass man mit den höheren Semestern spricht und merkt, ja, bei denen lief es am Anfang auch nicht ganz rund und trotzdem kommt man auch durch. Ja, unser aktueller Vorstand, Julia kennt ihr eventuell schon, sie ist auch Tutorin, sie ist momentan unsere erste Vorsitzende, da ist sie gerade nicht, ah doch, da ist sie, hallo Julia, das ist unsere erste Vorsitzende für dieses Jahr, also unser Vereinsjahr ist das Kalenderjahr seit letztem Jahr, dann Franzi, die auch gleichzeitig Cheforga ist, ist auch die Finanzerin im Verein, dann Martin Dippendahl, den habt ihr eventuell schon mit uns Logistikern rumrennen sehen. Der kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit, also um die Community, so rum. Das heißt, er macht die Feste für uns, wenn wir Feste machen oder auf den Festen der Fachschaften auch vertreten sind. Ja, Aline, auch Cheftutorin, da hinten sitzt sie, kümmert sich um Gremien und Inhalte. Also sie kümmert sich darum, dass eben das Forum abgestimmt ist mit den Gremien der Universität und eben auch der anderen Fachschaften. Das ist eben ihr Bereich. Sie wird euch auch helfen, wenn ihr mal zu der prekären Situation eines Härtefallantrags kommt, wäre sie im Moment auch noch eure Ansprechpartnerin. Ja. Dann gibt es noch den Alexander Büscher, der ist momentan nicht da, aber der kümmert sich eben um die Öffentlichkeitsarbeit, das heißt, der vertritt uns nach außen, spricht bei Firmen vor, lädt Firmen auch ein zu uns, kümmert sich darum, dass wir mit denen eben diese Events haben oder wenn auch Uni für Einsteiger etc. ist, um eben auch nur die Crème de la Crème der Schüler zu finden, beziehungsweise die auch wirklich den Studiengang noch suchen, aber noch nicht wissen, dass sie ihn suchen und dann hoffentlich finden. Ja, als kleines Goodie haben wir mittlerweile auch den Studentenservice ins Leben gerufen. Das ist ein Referat von Community. Was ist da schon wieder los? Ja.
Das ist im Moment vakant. Der Ferdinand Ganthardt macht das im Moment noch kommissarisch, sucht aber händeringend auch einen Nachfolger. Für Erstsemester vielleicht weniger interessant. Wir hoffen, dass sich vielleicht mal noch ein Tutor oder so findet, der denkt, er könnte auch mal über die O-Phase hinaus sich da weiterbilden. Ja, der Studentenservice. Warum ist der für euch wichtig? Das ist eigentlich so die erste Anlaufstelle bei allen Fragen zum Studium. Man traut sich ja nicht direkt unbedingt den Prüfer oder Professor oder Übungsleiter anzusprechen. Dafür gibt es eben auch den Studentenservice, der eben über das Fachliche aber auch hinausgeht. Also wenn ihr irgendwas Probleme habt, nicht wisst, wie ihr es schaffen sollt oder auch allgemein, kann der Studentenservice oder wird der Studentenservice natürlich versuchen, euch entsprechend zu helfen. Und wenn er selbst nicht kann, dann wissen die Leute meistens, wen man denn fragen muss. Also auf jeden Fall, wenn ihr Probleme habt, frühzeitig melden, denn nichts ist schlimmer, als wenn man Probleme an der Uni aussitzt, denn hier wird euch keiner danach fragen. Ja. Die Mitgliedschaft. Wir sind ein Verein, das heißt, wir sind auch auf Mitglieder angewiesen. Eigentlich sind alle, die aktiv sind, auch Mitglieder. Die Mitgliederzahl ist eigentlich unser Argument, wenn wir in Verhandlungen treten. Ganz neu ist jetzt auch, dass die VWL-Prüfung, das war in den vergangenen Jahren immer so gewesen, dass die Nachprüfung an die Hauptprüfung gekoppelt war. Das heißt, ihr hättet nur die Nachprüfung schreiben dürfen, wenn ihr die Hauptklausur geschrieben hättet. Da die aber für uns gelegentlich terminlich nicht so geschickt liegt, dass es manchmal mehr Sinn machen würde, den Nachtermin zu schreiben, hat sich der Alexander Büscher da mal hinten dran geklemmt. Und damit hat er auch in diesem Sommer dann erreicht, dass eben im Winter für uns diese Koppelung nicht mehr gilt. Das heißt, ihr könnt auch direkt den zweiten Versuch schreiben, wenn man es umgehen kann, also nicht den zweiten Versuch, sondern den Nachtermin mit eurem ersten Versuch, was vorher eben nicht erlaubt war. Ja, wir haben natürlich auch einen Mitgliedsbeitrag, damit wir eben die finanzielle Sicherheit haben, auch diese O-Phase mit einem Finanzvolumen von fast 20.000 Euro zu stemmen. Darum haben wir eben auch einen Mitgliedsbeitrag, der wird allerdings auch von der Mitgliederversammlung selbst festgelegt. Das heißt, wenn ihr bei der Versammlung dann dabei seid, könnt ihr auch sagen, das ist mir viel zu teuer, wir müssen das billiger machen. Nicht zuletzt habt ihr aber auch noch einen reellen Mehrwert durch die Arbeit im Forum. Das Forum bietet euch eben viele Möglichkeiten, Connections zu bilden, also ein Netzwerk aufzubauen, gerade was auch Alumni angeht. Wir haben im Frühjahr wieder die Alumni-Konferenz, also Alumni sind die Absolventen der Informationswirtschaft. Da trefft ihr einfach Leute, die haben das Gleiche durchgemacht wie ihr oder was ihr jetzt davor seid durchzumachen, die den Studiengang hinter sich gelassen haben und jetzt mittlerweile eben in Forschung, Lehre oder in Unternehmen arbeiten. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Man kann Verbindungen knüpfen. Das sind nämlich dann so Leute, die euch im Zweifelsfall auch mal eine Stelle oder ein Praktikum besorgen können, wenn man sich da gut versteht. Ja, also auf jeden Fall bringt es sehr viel, weil man einfach ein Netzwerk hat, was einem hilft, wo man Fragen stellen kann, da wird einem geholfen. Man kann auch selber irgendwann mal helfen und es gibt einem unglaublich viel. Und auch einfach durch das Ehrenamt, was eben, war übrigens kein Witz am Montag, das Ehrenamt wird in Karlsruhe mehr oder minder erwartet. Wenn ihr mal auf der Alumni-Konferenz vorbeischaut und mit den Alumni redet, die mittlerweile in Unternehmen arbeiten, werden die euch das bestätigen, dass die Note nicht das einzig Ausschlaggebende für eine Einstellung ist, sondern vor allem, was ist das für ein Typ? Hat er nur studiert und hat sich nur um sich selbst gekümmert? Oder ist das jemand, der im Team arbeiten kann? Und wie kann ich sowas zeigen? Das kann ich dadurch zeigen, dass ich eben neben dem Studium mich irgendwo engagiert habe, da Projekte mitgestaltet habe und durchgeführt habe. Und das ist eben für Unternehmen unglaublich wichtig geworden. Ja, natürlich bieten wir in diesem Jahr auch wieder einen kleinen Anreiz für die Erstsemester Mitglied zu werden, nämlich einen praktischen Stempel mit Name und Matrikelnummer. Was bringt euch der? Also ihr habt ja relativ viele Übungsblätter, morgen gibt es dazu mehr. Die müssen alle mit Name und Matrikelnummer versehen werden. Und wenn man dann Stempel hat, ist es auch angenehmer. Außerdem in den Klausuren ist es oft so, dass man auf jede Seite Name und Matrikelnummer schreiben muss. Und wenn man das von Hand macht, tut einem schon, bevor die Klausur begonnen hat, die Hand weh, weil man kann kein eigenes Papier mitbringen. Außerdem ist man damit auch im Zweifel mal schneller. Ja, hier gehen jetzt auch schon die Mitgliedsbeiträge rum. Das heißt, wenn ihr Lust habt, das Forum zu unterstützen, ob aktiv oder nur als passives Mitglied, würden wir uns natürlich sehr freuen, einfach aus dem Grund, dass wir dadurch auch mehr Vertretungsmacht quasi von euch bekommen. So, der Uni als Lebensraum.
Ja, wir haben ja einen relativ anstrengenden Studiengang, das kann man im Grundstudium so sagen, wird aber später besser, das kann ich schon mal versprechen. Aber man kann ja auch nicht den ganzen Tag nur lernen. Die O-Phase ist dann noch ein bisschen die Ausnahme, die Schlafzeiten können in der Lernphase durchaus mal hinkommen. Aber Karlsruhe ist eben auch mehr als das KIT, wobei das KIT an sich auch schon genug Zerstreuung bietet. Ja, wir haben hier eine unglaubliche Vielfalt an Sprachkursen, also hier kann man fast jede Sprache lernen. Ein Sprachkurs pro Semester kostet euch nicht mal irgendwas, also das ist umsonst. Den könnt ihr so belegen, ihr könnt ihn euch leider nicht anrechnen lassen, die Informationswerte haben keine vorgesehenen Punkte für Soft Skills. Dann KIT Sportbetrieb, wir haben in Karlsruhe einfach so gut wie jeden Sport, also mit Unterwasser-Rugby über Frisbee gibt es alles Mögliche. Dann das Forum Informationswirtschaft ist logischerweise nicht die einzige Hochschulgruppe und natürlich bietet auch der Campus entsprechend Zerstreuungsmöglichkeiten. Ja, nochmal kurz zu den Sprachkursen, die kommen eben vom SPZ, das Sprachenzentrum am KIT. Da kann man in vielen Sprachen auch Grundkurse belegen oder auch Englisch auf höheres Level bringen. Allerdings mit dem Englisch, das ist schwierig in der Anmeldung. Die Infos findet ihr unter der Webseite. Kleiner Vorteil, falls ihr nächstes Jahr O-Phasentutor werdet, O-Phasentutoren, da die Anmeldung für die Sprachkurse gestern angefangen hat und die Kurse schnell vergeben sind, dürfen sich Tutoren schon vorher für einen Sprachkurs quasi anmelden und haben da das Voranmeldungsrecht. Ja, wie gesagt, Kurs ist kostenlos bei einem im Semester. Ich würde es im ersten Semester nicht unbedingt empfehlen. Man soll erstmal gucken, dass man hier mit dem Studieren vorwärts kommt. Ein Sprachkurs ist natürlich nochmal eine zusätzliche Belastung und wir haben im ersten Semester eigentlich schon so einen Stundenplan, dass man da, glaube ich, nicht noch mehr Herausforderungen braucht. Aber das ist jedem selbst überlassen. Ja, der Hochschulsport, das läuft in etwa so. Es gibt einen Sockelbeitrag von 10 Euro im Semester. Damit kann man dann alle Sportkurse machen. Also man kann hier klettern, schwimmen, Handball, also fast alles, was es irgendwie gibt. Hinten haben wir auch Tennisplätze, die man relativ günstig, also da muss man nicht mal den Sockelbeitrag bezahlen. Das kostet im Semester meines Wissens 50 Euro. Dann kann man im gesamten Sommersemester da Tennis spielen. Ja. Das geht natürlich auch ratzfatz, weil gerade bei Fußball etc. sind die Plätze natürlich sehr, sehr schnell belegt. Ja, unter sportkit.edu gibt es da alle weiteren Infos, wen das interessiert. Das Fitnessstudio kann man sehr empfehlen. Das ist, wenn ihr vom Audimax Richtung Informatikbau geht und einfach geradeaus durchlauft und nicht rechts über die Brücke geht, dann kommt ihr zum Walk-in bzw. zum Sportinstitut. Ja, das sind die Hochschulgruppen. Da werden wir natürlich jetzt mal nicht alle vorstellen. Wir stehen ja auch dabei, hier unten. Wir sind, wie gesagt, keine Fachschaft, sondern eine anerkannte Hochschulgruppe. Ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, engagiert euch irgendwo. Es muss nicht das Forum Informationswirtschaft sein, wenn euch die Uni, Politik etc. oder die Studiengangsentwicklung nicht so interessiert, dann findet ihr mit Sicherheit ihr auch verschiedene Sachen. Was haben wir denn da Schönes? Also für die Antifa, die etwas links eingestellten. Dann haben wir die albanische Hochschulgruppe für die Albaner in Karlsruhe. Sehr interessant auch KA Racing. Das ist eben das Karlsruher Team für die Formula Student, wenn man davon schon was gehört hat. Wir haben den AK Flieg, also die Fliegergruppe am KIT, also Segelfliegen, Rennautos bauen, Unternehmen gründen. Ihr werdet für so gut wie alles eine Hochschulgruppe finden, die das abdeckt. Wie gesagt, auf jeden Fall mal angucken, ob euch da was reizt. Schadet nicht, da lernt man sehr viel dazu und lernt viele nette Leute kennen. Und es bringt einen einfach verdammt viel fürs Leben und für den weiteren Weg. Ja, unser Campus, wir haben eine relative Campus-Uni. Die meisten Sachen liegen bei uns eben auf dem Hauptcampus, gerade für uns Informationswirte sehr angenehm. Das ist eigentlich alles bequem per Fuß zu erreichen. Würde dennoch ein Fahrrad empfehlen, da wenn man von einem Ende zum anderen läuft, dann sind es doch 15 Minuten, das ist genau die Zeit zwischen zwei Blöcken. Ja,
Der Netzwerkeffekt der ganzen Sache ist natürlich, hier ist eigentlich alles auf einem Haufen. Das heißt, auf dem Campus ist eigentlich immer was los, immer Highlife. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, das ist, glaube ich, davon abhängig, wie man gerade selber drauf ist. Ihr habt bestimmt schon das AKK gesehen, wo es auch heute Abend hingeht. Das ist ja auch mittendrin, das ist ja so der Treffpunkt, wo ihr günstig euren Kaffee herstellen könnt oder im Sommer für 1,30 ein ganz gemütliches Hefeweizen in der Sonne trinken könnt. Ja, das hat man eben auf der Campus-Uni, da hat man auch ein bisschen Zeit zu laufen, man trifft sich, wenn ihr mal 2-3 Jahre hier seid, kann man kaum noch über den Campus laufen oder dass man mindestens 5-6 Leuten über den Weg läuft. Ja, das Campus-Living, Jack hat ja auch schon erzählt und Hannes auch, dass die Fachschaften gerne Feste feiern. Ja, das sind eben die Fachschaftsfeiern, also Fakultätsparty. Das ist bei den Vivi so, dass das Vivi so und das Vivi auch gleichzeitig das Fakultätsfest ist. Bei den Informatikern ist das getrennt. Es gibt, wie gesagt, bei den Fakultätsfesten, gerade bei der Informatik, sehr, sehr, sehr studentenfreundliche Preise, was Bier angeht. ist auf jeden Fall lustig. Da kommt man auch mal dann mit Mitarbeitern und Professoren mal ins Gespräch. Das ist einfach auch interessant manchmal, was diese Leute zu erzählen haben. Und vor allem, da sieht man dann manchmal, dass das, was man gerade an Grundlagen macht, irgendwann doch zu was führt, weil, um ehrlich zu sein, ich habe den Sinn teilweise auch nicht gesehen, warum ich das jetzt lerne. Bei manchen Dingen bin ich immer noch der Meinung, warum eigentlich. Aber bei den meisten hat das Ganze doch Sinn und Verstand. Ja, das AKK ist eben mit dem C10 mit so die älteste studentische Organisation. Die gibt es meines Wissens seit über 30 Jahren. Das C10 ist in der Zähringer Straße, also es ist eine Seitenstraße von der Kaiserallee, also Kaiserstraße. Da kann man eben auch hingehen, da gibt es auch sehr studentenfreundliche Preise. Die haben eine Riesenauswahl von Brettspielen, da kann man sich gemütlich reinhocken, Bierchen trinken und alte Brettspiele auch mal wieder spielen, so Siedler von Catan. Ist auf jeden Fall mal witzig, ob man es immer braucht, das bleibt jedem wieder selbst überlassen.